Es sind düstere Bilder. Ein Clip der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Ein Clip, der aufrütteln soll. Alle 4 Tage schließt ein Schwimmbad. Für immer. Immer weniger Kinder lernen schwimmen. Deutschland wird zum Land der Nichtschwimmer. In Deutschland kann etwa die Hälfte aller 10-Jährigen nicht schwimmen. Und das ist unsere große Sorge. Der Volkssport Schwimmen ist im Moment eben in der Tat als Volkssport in Frage gestellt. Das ist sehr dramatisch. Die Schwimmfähigkeit lässt nach, je mehr Hallenbäder schließen, desto weniger Leute und Kinder vor allen Dingen lernen das Schwimmen. Beispielhaft für diese Entwicklung die Stadt Hemer im Sauerland. Seit fast 20 Jahren kämpfen hier Schwimmverein und DLRG für das Hallenbad. Die Vereinsvorsitzenden Schaaf und Trottier diskutieren die Lage. Beide Vereine haben viele Vereinsmitglieder verloren. Denn das Bad war wegen Renovierungsarbeiten lange geschlossen. Zurzeit läuft der Trainingsbetrieb wieder. Aber wie lange noch? Ja, das Hallenbad wurde aufgrund einer Einsturzgefährdung der Decke geschlossen. Während der Sanierung ist dann noch Asbest festgestellt worden, sodass insgesamt das Hallenbad 1,5 Jahre geschlossen war. Wir mussten als Verein auf andere Städte ausweichen, hatten nicht unsere eigenen Trainingszeiten und das hatte zur Folge, dass wir ungefähr 70 Kinder verloren haben. Bei der DLRG sind sogar über 100 Mitglieder ausgetreten. Das Bad in Hemer dauerhaft reparaturbedürftig. Sanierungsbedarf 10 Millionen Euro. Die Deckenkonstruktion, Pumpen und nun schon die nächste Hiobsbotschaft. Der TÜV hat die veraltete Lüftungsanlage nur noch bis 2021 genehmigt. Dann muss das Bad wohl schließen. Das Vereinsleben stirbt. Ja, ist so ein bisschen wie, wenn man zu Hause ausziehen muss. Gerade unsere Jugendabteilung, die wird innerhalb von 2 Jahren aussterben. Was Hemer droht? In Bad Wildbad im Nordschwarzwald ist es Realität. Das Hallenbad, 48 Jahre alt, ist seit über einem Jahr geschlossen. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes. Der Sanierungsbedarf liegt bei mindestens 4 Millionen Euro. Millionen, die die Stadt nicht dafür ausgeben will. Wir haben eine Jugendmusikschule zu unterhalten, wir haben einen sehr großen Aufwand im Bereich der Kinderbetreuung. Und das sind einfach vielfältige Aufgaben, die so eine Stadt hat. Und die Pro-Kopf-Verschuldung ist mit 1.300 Euro bei uns relativ hoch. Das heißt, ich muss ja irgendwo auch den Haushalt nachher wieder genehmigen lassen. Und wenn ich dann eine Investition darstelle, dann kann ich das im Prinzip in so einer Stadt im Schwarzwald, die eben auch wenig Entwicklungsmöglichkeit hat, nur dann tun, wenn ich hohe Zuschüsse bekomme für meine Investitionen. Und eben in dem Schwimmbadbereich ist es sehr schwierig, an Zuschüsse zu kommen. Mit den Bädern verschwinden die Vereine. Rolf Bott leitet seit einem Vierteljahrhundert die auch überregional sehr erfolgreiche Schwimmabteilung des TSV Wildbad. Jetzt sieht er zu, wie sein Verein austrocknet. Hier, wo es bis 2017 ein lebhaftes Vereinsleben gab, Wettkämpfe, Familientage, zerfällt heute alles. Die letzten Erinnerungen an große Erfolge, sogar einen Weltmeistertitel durch Botts Sohn Michael, werden nun in Sicherheit gebracht. Denn in wenigen Monaten kommt bereits die Abrissbirne. Wehmut. Aus meiner Sicht wurde einfach viel zu lang nichts getan. Die Schwimmverbände haben bereits 1993 darauf hingewiesen, dass es ein Problem gibt mit der Schließung von den Bädern, von Hallenbädern, teilweise auch Freibädern. Und da ist eben nichts passiert. Das wurde gerade so weiterlaufen lassen. Ich bin 22 Jahre jetzt Abteilungsleiter von der Schwimmabteilung. Und das ist ganz klar, da hängt viel Herzblut drin. Das ist, kann nur sagen, mein Herz ist sehr schwer, wenn ich die ganze Situation hier bedachte. Der Verein wird wahrscheinlich nicht überleben. Hallo. Noch aber lebt der TSV Wildbad. Zumindest noch ein bisschen. Treffpunkt Altes Hallenbad. Für die letzten 4 jugendlichen Wettkampfschwimmer des Vereins. 4 von 80, die noch übrig geblieben sind. Das letzte Stück Vereinsleben beginnt im Auto. Gemeinsam fahren sie 35 Kilometer weit in eine Ausweichschwimmhalle. Hier haben sie Wasserzeiten angemietet. Die Kosten von 2.500 Euro jährlich trägt bisher noch die Stadt Wildbad. Wie lange, ist ungewiss.
Es ist extrem schwierig, gerade in unserer Region auch, dass man Wasserflächen bekommt. Das ist wirklich ein richtiges Betteln. Ich habe also bei 12 Gemeinden nachgefragt, wegen Trainingszeiten, wegen Wasserflächen. Und übrig geblieben sind dann wirklich 2, wo man jetzt trainieren können, in Birkenfeld und in Altensteig hier. Wir sind dankbar dafür, dass wir das dürfen, obwohl die Bahnen mit 16 2/3 Meter Bahnlänge natürlich nicht optimal sind. Die Bahn, keine Wettkampflänge. Aber Hauptsache Wasser für die letzten 4 Jugendlichen, die dem Verein noch geblieben sind. Wer weiß, wie lange sie noch durchhalten. Viele meiner Freunde haben aufgehört mit dem Schwimmen, weil es einfach zu weit zum Fahren war bis hierher. Die bedrückenden Zahlen. Laut DLRG werden in Deutschland rund 80 Schwimmbäder jährlich geschlossen. So wurden in den letzten 17 Jahren 1.300 von ursprünglich 7.700 Bädern zugemacht. Aktuell sind mehr als 700 weitere von der Schließung bedroht. Neubauten gibt es kaum. In diesem Zeitraum hat der Deutsche Schwimmverband 80.000 Mitglieder verloren. 220 Vereine blieben auf der Strecke. Die einst stolze Schwimmernation Deutschland schwimmt weit hinter der Weltspitze. Kam von den letzten beiden Olympischen Spielen ohne Medaille zurück. Alarmstimmung beim Deutschen Schwimmverband. Muss sich jedes Kind unbedingt Olympiasieger werden? Aber es ist eben ein Unterschied, wenn ich eine große Breite an aktiven Schwimmern habe, dann finde ich immer Talente, dann finde ich immer einen Delfin zwischen allen Fischen. Und die brauche ich. Und je größer die Breite ist, desto mehr finde ich auch diese Personen Persönlichkeiten. Und dann gehört natürlich ganz klipp und klar zu, Schwimmen ist ein sehr trainingsintensiver Sport. Und wenn man sich da mal die Talente und die Kader anschaut, dann trainieren die ja pro Woche, je nach Alter, 6 bis 10 Mal. Das heißt also jeden Tag morgens und abends. Wenn die Bäder diese Zeiten nicht zur Verfügung stellen, dann kann auch niemand ganz nach oben kommen. Mülheim an der Ruhr. Hier gehen sie neue Wege. Als erste Stadt in Deutschland hat Mülheim an der Ruhr die Leitung aller Hallenbäder abgegeben. Sie werden von der DLRG und den 4 örtlichen Schwimmvereinen geführt. Als die hochverschuldete Stadt vor 6 Jahren die ersten Schwimmbäder schließen wollte, protestierten die Bürger, sammelten Unterschriften. Dann sprangen die Ehrenamtlichen ein, schlicht um ihre Bäder zu retten. Die Vereine gingen finanziell ins Risiko, gründeten eine gemeinnützige GmbH. Der ehemalige Schwimmmeister Andreas Wildeur hat als Geschäftsführer die Bäder neu organisiert und spart der Stadt, die weiter für Reparaturen aufkommt, mehr als 500.000 Euro im Jahr. Auf erster Linie spare ich Gelder ein, indem ich nicht zu viel Personal einsetzen kann, wie die Stadt es hatte. Ja, als kleines Beispiel für ein Schwimmbad wurden sonst früher hier 4 Personen eingesetzt. Mittlerweile ist es nur noch eine Person, beziehungsweise wird die dann auch noch durch eine Fachkraft, also sprich durch einen Schwimmmeistergehilfen unterstützt bei der Reinigung. Weniger Angestellte, keine Tariflöhne mehr. Ein Mix aus Haupt- und Ehrenamt. Ist das der Ausweg? Wir haben da lange Diskussionen gehabt im Vorstand, ob wir öffentliche Arbeit und öffentliches Interesse als Verein wahrnehmen. Das stößt uns immer noch ein bisschen auf und das wünschen wir uns für die anderen Städte eigentlich nicht. Das ist öffentlicher Raum, der von der Stadt zur Verfügung gestellt werden muss. Und das ist unserer Ansicht nach, wird das viel zu viel auf die Vereine abgewälzt. In fast allen Bundesländern gelten die Schwimmbäder als sogenannte freiwillige Leistungen und stehen deshalb ganz oben auf den Streichlisten, weil die Unterhaltungskosten enorm sind. Die Bundesregierung hat gerade über ein Sondersanierungsprogramm 200 Millionen für kommunale Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Beim Städte- und Gemeindebund aber wissen sie, benötigt werden Milliarden. Wir haben einen kommunalen Investitionsstau von 159 Milliarden Euro. Ein nicht unerheblicher Teil davon betrifft die Sportstätten, die Schwimmbäder. Wir werben dafür bei den Kommunen, vergesst eure Schwimmbäder nicht, die dürfen nicht geschlossen werden, weil Schwimmen lernen ist wichtig. Das muss wie Lesen und Schreiben, gehört das zu den Grundkulturen dazu. Und man darf auch nicht verkennen, dass Schwimmbäder auch ein Ort der Begegnung sind. Der Kampf um die Bäder und den Volkssport Schwimmen.
Stand heute so gut wie aussichtslos.